Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Netznutzungsabrechnung oder besser gesagt darum, was denn schiefgehen kann bei der Netznutzungsabrechnung. In einem vorigen Video, was ich am Ende hier wieder verlinken werde, ging es schon mal darum, was eigentlich der Netznutzungsabrechnungsprozess genau bedeutet. Schlussendlich ist es ja so, dass der Netzbetreiber dem Energieversorger, mit dem wir als Endkunde wiederum den Vertrag haben, eine Rechnung dafür stellt, dass er praktisch die Stromleitungen nutzen durfte. Und dort kommen auch die verschiedensten Umlagen wie die EEG-Umlage und so weiter her, die dann wiederum an den Endkunden weitergereicht werden. Das alles in diesem anderen Video. Heute soll es darum gehen, was kann also tendenziell so alles schiefgehen. Und dafür schauen wir uns erstmal an, welche verschiedenen Arten von Netznutzungsabrechnungen es so gibt. Nach der Definition aus den Anwendungshandbüchern der Invoice, das ist das EDIFACT-Datenformat für die Netznutzungsabrechnung, gibt es diese 10 Arten, Varianten von Netznutzungsabrechnungen. Und wir gehen jetzt einfach mal durch, was die konkret bedeuten. Wir fangen an mit ABR, das ist die Abschlussrechnung. Und wie der Name es schon sagt, geht es hier darum, dass eine Schlussrechnung erstellt wird für die Netznutzung. Also genau dann, wenn zum Beispiel ein Lieferantenwechsel stattfindet und der alte Lieferant abgeschlossen wird, dann kommt eine Abschlussrechnung oder eben bei einem Auszug, wenn der Kunde auszieht, dann gibt es die Abschlussrechnung bei der Netznutzung. Wir machen weiter direkt mit der ABS. Das ist der Abschlag, der Monatsabschlag, der nicht nur vom Endkunden natürlich an den Lieferanten geschickt wird, sondern eben auch in der Netznutzung vom Lieferanten monatlich an den Netzbetreiber gesendet wird. Die JVR ist die typischerweise Jahres Verbrauchsrechnung, hieß es zumindest früher, jetzt heißt es Turnusrechnung, Turnusabrechnung, weil sie eben nicht gezwungenermaßen im Jahrestakt stattfinden muss, sondern eben auch durchaus monatlich oder quartalsweise auch bei einem normalen SLP-Standardlastprofilkunden stattfinden kann. Das ist also die ganz normale Turnusrechnung, die jährliche Rechnung, die eben den Verbrauch des letzten Jahres zusammenzieht und in der alle bisher geleisteten Abschläge auch berücksichtigt werden würden und praktisch den zu zahlenden Betrag dann vermindern. Das ist die ganz normale Jahresverbrauchsrechnung. Wir machen dann auch schon weiter mit der ZVR. Das ist die Zwischenverbrauchsrechnung und das ist auch schon ganz logisch. Da geht es eben darum, dass es mal zwischendurch gemacht wird. Wir kommen zur WIM-Rechnung. Hier steht jetzt Zähler und Dienstleistung, denn es handelt sich dabei um Rechnungen, die auf den Wechselprozessen im Messwesen, also diesen Prozessvorgaben basieren. Und dann ist es schlussendlich so, dass es um den Kauf und die Überlassung von Zählereinrichtungen geht. Also zum Beispiel, wenn tatsächlich ein Zähler vom Netzbetreiber in den Besitz eines Versorgers übergehen würde, dann könnte hier über diese WIM-Rechnung, dieser Kauf abgewickelt werden, zum Beispiel auf Grundlage von einer Bestellung über eine Quotes zum Beispiel. Das ist ein anderes Datenformat. Hier geht es also um Zählerübertragungen und Dienstleistungen im Bereich von dem Messwesen. Passenderweise sind wir jetzt gleich mal runtergesprungen zu MSB. Da geht es natürlich um den Messstellenbetrieb und das ist jetzt tendenziell der etwas neuere Part, der auch im Smart Metering immer wichtiger wird, wenn wir nämlich tatsächlich den Messstellenbetrieb auslagern an verschiedenste Dienstleister und der eben nicht mehr über den klassischen Verteilnetzbetreiber abgewickelt wird, der ja in Zukunft zum Beispiel grundzuständiger Messstellenbetreiber wäre, sondern wenn das ein Dienstleister ist oder wer auch immer, dann würde es eben so sein, dass der Messstellenbetrieb auch ganz separat mit einer einzelnen Invoice abgerechnet wird und nicht mehr als Teil der gesamten ganz klassischen Jahresverbrauchsabrechnung über den Netzbetreiber, sondern eben separat in einer eigenen Invoice und das ist dann eben MSB, zu unterscheiden von den Geräteübertragungen und Dienstleistungen, die als WIM-Rechnung zustande kommen würden. Wir gehen direkt weiter. Wir bleiben jetzt erstmal noch hier unten zu MMM. Das sind die Mehr- und Mindermengenabrechnungen. Das ist also praktisch tatsächlich einfach nur die Mehr- und Mindermenge, also die ja, falsche Prognose, die Mehrmenge, die nicht prognostiziert wurde, und die Mindermenge, die zu viel, die nicht prognostiziert wurde, die hier also im Nachhinein nochmal berechnet werden muss, damit eben der Schaden, der durch eine ja nicht korrekten Einkauf von Energiemengen zustande kam, ja hier irgendjemanden auch in Rechnung gestellt werden muss. Und das ist typischerweise der Lieferant, der die falschen Prognosen hatte. Okay, ich springe zu MVR hoch. Das sind Monatsrechnungen im Bereich von RLM, also registrierende Lastgangmessung. Das sind
Die Zähler, die also schon immer in jeder Viertelstunde abgelesen werden und über UMTS die Datenverbindung dann praktisch zustande kommt und der Netzbetreiber die Daten also jederzeit hat und weiter verteilen kann, weil sie eben große Industrieverbraucher sind, alle über 100.000 Kilowattstunden Verbrauch. Und dort wird schon seit jeher in jedem Monat abgerechnet, weil es eben wirklich sehr hohe Energiemengen sind und deswegen auch jeden Monat sehr hohe Rechnungsbeträge schon zustande kommen. Und die will man eben nicht bis zum Jahresende sich aufstauen lassen und dann mit einem Mal kommen lassen, sondern die werden immer monatlich abgerechnet mit einer Rechnung. Dort gibt es also nicht den Monatsabschlag, sondern eben eine richtige Monatsrechnung, MVR. Und da kommen wir auch direkt schon zu 13i und 13r. Das sind auch Besonderheiten im Bereich der registrierenden Lastgangmessung, also der RLM-Zähler. Und dort geht es praktisch darum, dass es die 13. Rechnung ist, aber entweder ist sie integriert oder sie ist eben separat die 13. Rechnung. Das bedeutet im Großen und Ganzen, dass bei der 13i praktisch vorher 11 Monatsrechnungen MVR geschickt worden sind und dann die 12. Rechnung, sowohl die 12. Monatsrechnung als auch die 13. Gesamtjahresabschlussrechnung beinhalten würde, während es praktisch bei 13R 12 separate Monatsrechnungen gab und dann eine einzelne separate 13. Ganzjahresabrechnung geben würde. Das heißt, hier sind praktisch 11 Monatsrechnungen integriert, die 12. ist in diesem Dokument mit drin und die 13. wird noch übergestülpt, alles in einem Dokument. Und hier gab es tatsächlich schon 12 komplette einzelne MVRs, Monatsrechnungen, und die 13 ist einfach ein Abschluss, der dann nochmal schlussendlich drüber gelegt wird. Also hier einfach ist sie mit integriert und hier ist sie komplett separat. Das ist der Unterschied der 13i und 13r. Das sind also erstmal die 10 Varianten von Invoices, die es gibt, die erstmal wichtig sind zu unterscheiden. Jetzt kommen wir mal dazu, was dabei wirklich schiefgehen kann, was so die typischen Fehlerquellen sind, die es im Bereich der Invoices geben kann. Wenn also der Verteilungsbetreiber seine Rechnung, seine Invoice an den Lieferanten geschickt hat, dann kann es der Lieferant hier natürlich auch eine Antwort schicken oder muss eine Antwort schicken. Und dafür gibt es im Prinzip einerseits natürlich die Variante, es gibt einen Fehler. Dann kann das theoretisch auch eine Aparax sein. Aparax sind ja die richtig harten fachlichen technischen Fehler, wenn also die Datei als solche komplett falsch ist. Im Regelfall wäre es aber eine REM-ADV, eine negative ablehnende REM-ADV oder eben auch, wenn es eine Zustimmung ist, eine positive REM-ADV, die man schon unterscheiden kann durch den Prüfidentifikator der Datei. Zum Beispiel eine positive REM-ADV ist die 33001. Das ist eine Bestätigung, die dann schlussendlich am Ende der Datei einen Überweisungsbetrag beinhalten würde, nämlich die Summe der Abrechnungen. Wenn man also zum Beispiel für seine 10.000 Kunden jetzt auch 10.000 Invoices geschickt hat, dann können die zusammengezogen werden und am Ende kommt da vielleicht auch sogar ein Guthaben raus, weil man viel mehr vorher schon an Abschlägen bezahlt hatte. Dann ist dann ein Übertragungsbetrag, ein Überweisungsbetrag am Ende vielleicht sogar negativ. Oder wenn es eben die Rechnung gibt, dann ist hier am Ende ein Überweisungsbetrag von 50 Millionen Euro, die dann tatsächlich über die nächsten Tage mit der Bank eben auch kommen würden. Oder es ist eben eine negative REM-ADV, eine Ablehnung, weil jetzt der Lieferant sagt, du, diese Rechnung, die du mir geschickt hast, ist nicht ganz korrekt. Natürlich müssen die Invoices auch die ganz klassischen formellen Regeln von Rechnungen in Deutschland erstmal beinhalten. Das heißt, sowas wie eben eine korrekte Aufführung von den einzelnen Rechnungsposten, dann muss die Steuer korrekt drauf sein, dann müssen die verschiedenen Angaben drauf sein, wie Umsatzsteuer-ID und so, diese verschiedenen Sachen. Das ist ganz klar, das muss auch hier ganz normal elektronisch übertragen werden. Aber dann gibt es eben auch die verschiedenen Rechnungsposten, die ganz oft falsch sein können. Und das ist eine der Haupttätigkeiten von Sachbearbeitern in der Energiewirtschaft, dass man eben in der Netznutzungsabrechnung prüft, warum der Lieferant abgelehnt hat oder dass man selbst als Lieferant die Ablehnung durchführt, weil die Rechnung, die man vom Verteilungsbetreiber bekommen hat, der eigenen Meinung nach falsch ist. Das sind die Ablehnungscodes, die es dann geben kann. Das sind eine ganze Menge. Wir gehen mal schnell durch. Wir fangen mal an mit der 5. Die 5 bedeutet, Preis oder Rechenregel ist falsch angewendet. Das heißt im Großen und Ganzen, es gibt ja Preisblätter für die einzelnen Verteilungsbetreiber, die dann veröffentlicht werden. Das heißt, ich wende für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Energiemengen oder Arten verlange ich bestimmte Preise und die muss ich jetzt auch korrekt anwenden. Und wenn es ein bisschen komplexere Versorgungsverhältnisse sind, dann kann das auch mal falsch sein. Und dann würde man diese 5 anwenden, die eben sagt, dass der Preis oder die Rechenregel falsch angewendet worden ist.
Oder wir kommen dann auch schon weiter zur 9. Das heißt zum Beispiel falscher Abrechnungszeitraum. Das sind also ist ganz einfach. Es bedeutet halt, die Rechnung ist nicht für den richtigen Versorgungszeitraum des Kunden gestellt worden. Das kann also ein Kalenderfehler sein, ein Systemfehler sein. Die vorige Rechnung ist im eigenen System nicht korrekt abgebildet worden oder was auch immer. Dann sagt man eben, du, nein, den neuen falscher Abrechnungszeitraum, bitte korrigiere einfach den Zeitraum, für den die Rechnung gestellt worden ist. Wir gehen mit der 28 weiter und das ist nämlich tatsächlich was ganz Lustiges. Das heißt, sonstiges, Ablehnung wegen sonstiges. Und dann muss man separat manuell einen Grund angeben, warum diese Rechnung jetzt falsch ist. Das muss jetzt ein Grund sein, der eben nicht standardisiert ist. Man lehnt also ab wegen etwas, was hier nicht vorkommt. Das muss also schon ein guter Grund sein. Kann aber auch sowas bedeuten wie bilaterale Klärung. Man hat gerade miteinander telefoniert und schreibt hier eben rein mit Frau so und so geklärt und dann kann man eben sagen, okay, deswegen ist das hier eine korrekte Verwendung des Ablehnungsgrundes sonstiges. Naja, gehen wir mal weiter. Die 14 bedeutet unbekannte Marktlokation oder Messlokation. Das bedeutet also schlussendlich die eineindeutige Identifikationsnummer der Marktlokation des ehemaligen Zählpunktes ist nicht korrekt. Die ist bei uns nicht in der Versorgung oder wir kennen die nicht. Dann lehnen wir also die Invoice ab, weil wir kennen die Marktlokation nicht. Oder dann eben auch die 53, die sagt schlussendlich nichts anderes als doppelte Rechnung. Wir haben diese Rechnung schon mal bekommen. Die Invoice, die ihr geschickt habt, die kennen wir schon, die haben wir vielleicht sogar schon freigegeben. Warum schickt ihr die nochmal doppelte Rechnung? Und schon kommen wir zu den Zs, das sind die wunderschönsten. Z01 ist Abrechnungsbeginn und gleich Vertragsbeginn. Das bedeutet zum Beispiel, die Versorgung des Kunden begann halt zum 3. März und die Rechnung wird gestellt ab dem 2. März. Dann sagen wir natürlich, das kann nicht sein, wir sind ja erst ab dem 3. März zugeordnet. Das gleiche im Prinzip bei Z02, dann nur eben andersherum, Abrechnungsende und gleich Vertragsende. Die Rechnung geht zum Beispiel über unsere Versorgung hinaus und das wollen wir dann natürlich so nicht bestätigen. Die Z03 und die Z04. Z03, Betrag der Abschlagsrechnung ist falsch und Z04, vorausbezahlter Betrag ist falsch. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Fehler in der Abschlagsrechnung, dass also die Abschläge nicht korrekt dargestellt worden sind. Und die Z04 heißt, die Summe der geleisteten Abschläge, das heißt, der vorausgezahlte Betrag, der von der Rechnungssumme abgezogen wird und daraus kommt dann der Zahlungsbetrag hervor, ist hier falsch angegeben worden. Das sind also ähnliche Kategorien, die beide sich auf die Abschläge beziehen. Hier nur inhaltlich auf den Abschlag und hier inhaltlich auf die Angabe der gezahlten Summe von Abschlägen. Die Z06, Artikel nicht vereinbart, ist ein entsprechend etwas seltenerer Part. Das würde zum Beispiel bedeuten, wir haben vorher eine Bestellung gehabt, eine Quotes. Dann antworten wir mit einer Invoice, mit einer Rechnung, weil wir praktisch jetzt die Rechnung für die Durchführung der Bestellung schicken. Und dann sagen wir aber hier, oh, da ist jetzt ein Rechnungsbetrag mit drin oder ein Posten, den wir gar nicht bestellt haben. Also Artikel ist nicht vereinbart im Sinne von, das, was vorher eigentlich bestellt wurde, ist hier was anderes als das, was in Rechnung gestellt wird. Und die Z07 bedeutet, die Netznutzungsmesswerte, die Energiemengen fehlen. Das heißt, hier ist zum Beispiel eine MS-Cons, eine Energiemenge, vorher noch nicht übertragen worden oder nicht korrekt übertragen worden, konnte nicht zugeordnet werden. Und dementsprechend sagen wir, wir haben gar nicht die Energiemengen, die in der Rechnung angegeben werden. Die liegt uns gar nicht so vor, also können wir auch die Rechnung nicht bestätigen, weil wir die Energiemengen dafür gar nicht haben. Die Z08 heißt zum Beispiel, die Rechnungsnummer ist bereits vorhanden. Die haben wir schon mal erhalten. Das geht natürlich nicht. Jede Rechnung muss eine eindeutige Nummer und Bezeichnung haben und dementsprechend würde hier mit Z08 abgelehnt werden, weil die Rechnungsnummer bereits schon mal verwendet worden ist. Die Z10 heißt die Energiemengen. Die haben wir zwar, aber die sind falsch. Die Energiemengen, die in der Rechnung angegeben worden sind, sind nicht die gleichen Energiemengen, die wir vorher per MS-Cons übertragen bekommen haben. Das ist ja so ein Part, der in der Makro 2020 durch den Lieferschein gelöst werden soll. Aber hier wird es weiterhin noch so sein, wenn die Energiemengen in der Rechnung nicht korrekt sind mit dem, was vorher übertragen worden ist über die MS-Cons, dann würde man sagen, Z10 Energiemengen sind falsch. Die Z33, zeitliche Mengenangabe ist fehlerhaft, heißt, wir haben in dem Rechnungskopf mal einen Zeitraum für die Rechnung angegeben, meinetwegen 1.1. bis 31.5. Und jetzt sagen wir hier, wir haben aber einen Rechnungsposten, der vom 1.1. bis zum 30.6. geht. Der Rechnungsposten geht also länger als die gesamte Rechnung. Und dann würden wir sagen, Z33, zeitliche Mengenangabe ist fehlerhaft. Z35, wir sagen falscher Bilanzierungsbeginn. Hier liegt es also auch schlussendlich auch daran, dass wir Unklarheiten in der Zuordnung des Kunden hatten und deswegen der Rechnungszeitraum nicht ganz mit
dem übereinstimmt, was wir in dem Lieferantenwechselprozess und der Zuordnung von Kunden tatsächlich dann umgesetzt haben. Also würden wir hier sagen, dass Z35 der Bilanzierungsbeginn nicht stimmt. Z36 falsches Netznutzungsende, praktisch der andere Part. Wir haben hier also auch praktisch das Ende des Abrechnungszeitraums nicht ganz korrekt umgesetzt mit dem, was wir beim Kunden mit den Stammdaten gemacht haben. Dann würden wir also hier die Z36 anwenden. Okay, die Z37, die bilanzierte Menge fehlt und Z38, die bilanzierte Menge ist falsch. Lest euch da tiefer rein, wenn ihr das konkret wissen wollt. Das ist ein kleiner Unterschied zu Energiemenge fehlt und falsch, geht es aber zu tief. Die Z39 heißt, Netznutzungsabrechnung fehlt. Wir beziehen uns also zum Beispiel auf eine inkludierte Netznutzungsabrechnung, die vielleicht gegengerechnet wird und die haben wir aber gar nicht. Die NNA fehlt also, das würden wir hier an dieser Stelle sagen. Z40, die Reverse Charge Anwendung ist falsch oder fehlt oder ist nicht korrekt angewendet. Reverse Charge ist praktisch ein Umsatzsteuer. Anwendungsfall, der geht auch etwas tiefer, da muss man sich damit auskennen, geht zu tief für dieses Video. Also hier praktisch Z40 Reverse Charge ist nicht korrekt angewendet worden. Z41, die Allokationsliste fehlt, das kennen wir also im Bereich von der Gasallokation zum Beispiel, ist auch ein Bilanzierungsprozess. Da haben wir hier praktisch einen anderen Prozess, der im Bilanzierungsbereich war, nicht korrekt umgesetzt und deswegen können wir mit Z40 die dazugehörige Rechnung ablehnen. Die Z42 habe ich schon hingeschrieben, die Mehr- oder Mindermenge ist falsch. Das heißt, wir beziehen uns hier auf eine Mehr- oder Mindermenge in einem Rechnungsposten, der ist nicht korrekt. Der entspricht nicht der Abweichung, die wir tatsächlich in unseren Stammdaten so haben. Deswegen sagen wir eben hier, Mehr- oder Mindermenge ist falsch. Wir machen weiter mit der Z43, ungültiges Rechnungsdatum. Das heißt, das Datum der Rechnung, für das also die Rechnung gilt, das gestellte Datum der Rechnung lag in der Zukunft oder zu weit in der Vergangenheit, deswegen ist das Rechnungsdatum falsch, ein ganz formeller Part. Die Z44, Zeitintervall der bilanzierten Menge ist falsch bzw. inkonsistent. Hier weichen wir praktisch von der übertragenen Mehr- oder Mindermenge ab und deswegen gibt es hier auch einen Unterschied, das ist wieder sehr speziell, geht aber um Mehr- oder Mindermengenabrechnung. Die Z45, Rechnungsempfänger widerspricht der steuerrechtlichen Einschätzung des Rechnungsstellers. Auch hier ein formeller Part der Rechnung. Hier muss natürlich der Rechnungsempfänger korrekt angegeben sein. Rechnungsempfänger sind ja dann wir als Versorger und wir sehen es aber anders wegen verschiedenen Aspekten der steuerrechtlichen Einschätzung. Sehr speziell. Die Z52, die angegebene Quotes, ist an dieser Marktlokation nicht vorhanden. Eine Quotes ist ja eine Bestellung. Wir sagen also, für die Marktlokation, für diesen Kunden, kennen wir die Bestellung nicht, für die dann die Rechnung geschrieben wurde. Das heißt zum Beispiel, bei der Bestellung von Zählern könnten wir da eine Rechnung geschickt bekommen. Und wir sagen aber, diese Bestellung haben wir gar nicht ausgelöst und deswegen ist diese Rechnung so nicht korrekt. Also wir können die Quotes, die angegeben ist, die Bestellung, die angegeben ist, gar nicht bei uns wiederfinden. Und deswegen wollen wir auch die Rechnung nicht bezahlen, ganz klar. Z53, Rechnungsabwicklung nicht vereinbart. Wir kennen uns gar nicht als Marktpartner. Dann müsste man also nochmal vielleicht irgendeine Art von Netznutzungsvertrag erstmal zustande kommen lassen oder Lieferantenrahmenvertrag oder da fehlt irgendwas und wir sagen als Lieferant, wir kennen euch gar nicht in der Form. Ihr dürft das gar nicht. Und Z36, Comdis wird abgelehnt, ganz neu. Also praktisch der Part des Lieferscheins, der durch den Marco 2020 eingeführt worden ist. Wir sagen, die Comdis ist hier nicht korrekt. Wir wollen also da nochmal weiter in den Disput gehen. Und dementsprechend können wir auch da eine negative REMA-DV vorschicken. Ja, und im Großen und Ganzen ist es das auch schon. Das sind die verschiedenen Parts und Möglichkeiten, mit denen eine Invoice, eine Netznutzungsabrechnung abgelehnt werden könnte von einem Versorger. Ich habe mal versucht, halbwegs in normalen Worten zu erklären, was dahinter steckt. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier ist nochmal das ursprüngliche Video zur Netznutzungsabrechnung. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.